Moin liebe Sportskameraden, euer Görki am Start und das letzte Video war ja mit Georg Hackl, der seine Karriere bereits beendet hat und jetzt habe ich hier neben mir Anne Behnken, eine sehr erfolgreiche Ruderin, eine Nachwuchssportlerin, die ihre Karriere noch total vor sich hat und ja, Anne, bist du stolz auf das, was du erreicht hast? Du bist ja Juniorensportlerin 2013 mit der Silbermedaille ausgezeichnet worden, ist man da stolz in dem Alter? Ja, natürlich. Also die Wahl zum Juniorsportler des Jahres, mein zweiter Platz, ist eine riesengroße Ehre für mich. Gerade wenn man sich jetzt anguckt, wer da alles schon gewonnen hat. Das sind ja wirklich große Namen wie Magdalena Neuner und Maria Riesch. Und mit solchen großen Sportlern auf eine Ebene gestellt zu werden, quasi ist für mich eine Riesenehre, weil mir das auch zeigt, dass mir die Leute noch sehr viel zutrauen. Und das motiviert mich natürlich, weiterhin auch alles zu geben. Wenn man so eine Auszeichnung bekommt, spielt da die Sportart eine Rolle, wie interessant die für die Zuschauer ist? Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Wahl abläuft, aber es waren jetzt alles, ich sage jetzt mal Randsportler, die Biathletin hat gewonnen und der andere war, glaube ich, Skispringer, auch ein Wintersportler, aber sollte eigentlich keine Rolle spielen, fairerweise, denke ich mal. Du hast mehrere Junioren-WM-Titel gewonnen, bist schon viel rumgekommen, wahrscheinlich in der Welt in deinem jungen Alter. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Wahrscheinlich natürlich Olympia, oder? Wenn man das mal so formulieren darf. Genau. Ich bin ja jetzt dieses Jahr das erste Mal in der offenen Altersklasse gestartet und dort auch den Einer gefahren und habe mich deutschlandweit auf Platz 5 platziert. Die ersten 8 werden mitgenommen zu Olympia normalerweise. Also will ich natürlich versuchen, diesen Platz bis 2016 zu halten oder wenn möglich auch noch zu verbessern. So dass ich dann auf jeden Fall dabei bin. Also Rio ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Dann musst du dich jedes Jahr neu qualifizieren, dass du unter die Top 8 dann kommst? Genau. Oder? Also es wird, wenn man einmal dabei war, heißt das nicht automatisch, dass man wieder mitgenommen wird. Es werden jedes Jahr neue Ranglisten ausgefahren und man muss jedes Jahr wieder aufs Neue beweisen, dass man es kann. Dann wünsche ich dir da schon mal viel Glück, dass du es schaffst. Ich glaube an dich. Wie bist du zum Rudern gekommen? Also Rudern, ist es jetzt ein Frauensportart, kann man das sagen, oder ist es ausgeglichen, Männer und Frauen? Es ist recht ausgeglichen. Also in den olympischen Bootsklassen gibt es bei den Frauen ein paar weniger. Aber wenn ich mir jetzt Meldungsfelder angucke, dann ist es jetzt nicht so, dass da deutlich mehr Männer sind oder deutlich weniger Frauen. Also ich empfinde es als recht ausgeglichen, auch wenn man es als normaler Mensch vielleicht eher mit Männern assoziieren würde. Ich empfinde es nicht so. Du bist relativ groß, 1,87. Wir können es mal ganz kurz nebeneinander stellen. Ich bin ja ein bisschen kleiner mit 1,78. Hast du da gewisse Vorteile beim Rudern? Ja, auf jeden Fall. Huch. es ist einmal einfach eine Sache der Hebel, dass man mit einer gewissen größeren, besseren Hebel hat. Und dann ist es auch einfach die Schlaglänge. Also gerade auch mit langen Beinen oder so hat man einfach die Zeit, die das Blatt im Wasser ist, ist länger als jetzt vielleicht bei den Gegnern. Und es reicht ja schon, wenn man jeden Schlag so ein Stück länger drin ist und so ein Stück weiter nach vorne kommt. Bei 200 Schlägen im Rennen sind es dann 2 Meter reich. Dann hast du wahrscheinlich sehr, sehr gute Chancen noch in der Zukunft, weil wenige Frauen erreichen deine Größe, oder? Natürlich, wenn es jetzt nur die Größe wäre, wäre auch zu schön, um mal zu sein. Das Training steht natürlich auch noch dahinter, aber Voraussetzung ist auf jeden Fall. Okay, ich hatte gestern sehr erfolgreichen Sportler Georg Hackl. Ich habe ihn gefragt, was er wählen würde, die Leidenschaft zum Sport oder die sichere Berufswahl. Wie siehst du das mit den jungen Jahren? Du studierst ja jetzt auch. Was studierst du? Ich studiere Medizin jetzt im 3. Semester. Okay. Für mich jetzt. Nein, genau. Ja, also bei mir ist das eigentlich keine Entweder-Oder-Frage. Ich brauche eigentlich beides. Also ich brauche sowohl das Studium, um mir auch ein bisschen persönlich den Druck zu nehmen, beim Rudern auf einer Weltmeisterschaft zu wissen, ja, das ist mir wichtig, aber ich definiere mich eben auch nicht nur durch das Rudern, sondern ich habe nebenbei auch noch was, was mich interessiert. Nach dem Motto, wenn es jetzt nicht so gut läuft, es gibt auch noch andere Sachen, die dir wichtig sind. Genauso brauche ich aber auch das Rudern, weil ich glaube, wenn ich immer nur lernen müsste, Medizin ist ja recht lernintensiv und mich gar nicht bewegen würde, wäre ich auch nicht zufrieden. Also die Kombi macht es bei mir eigentlich. Hast du denn irgendwie mal Freizeit? Ich denke, du wirst von morgens bis abends dann beschäftigt sein. Wie oft trainierst du denn am Tag? Am Tag trainiere ich 1 bis 2 Mal, 2 bis 3 Stunden. Kommt jetzt eben natürlich darauf an, wie die Vorlesungen sind. Also manchmal sind Tage, da habe ich 8 bis 18 Uhr, 2 Stunden Pause dazwischen. Da geht dann natürlich nicht viel. Aber dann gibt es wieder andere Tage, da bin ich um 12 Uhr fertig und dann fahre ich ins Ruderzentrum und mache 2 Einheiten. Und ja, wie es immer so gerade geht. Das klingt verdammt hart. Und bist du nachts wahrscheinlich noch an den Büchern und lernst bis morgens früh? Also meistens stehe ich um 7 auf, komme um 8, 9 nach Hause, dann noch lernen. Der Tag ist schon recht voll.
Eine weitere Frage, wie gehst du mit Neid und auch Ansehen um? Wahrscheinlich war das in der Schulzeit noch mehr vielleicht zu spüren, wenn du schon mit deinen Wettkämpfen um die Welt gereist bist und schon auch eine Bekanntheit erreicht hattest. Wie haben die Leute oder deine Mitschüler auf dich reagiert? Ja, also Ansehen hat man natürlich schon bekommen, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe eigentlich, da bin ich auch sehr froh drüber, so Neid oder so Missgönnen habe ich eigentlich nie erlebt. Ich hatte in der Schule einen ganz tollen Freundeskreis, die mich alle super unterstützt haben und auch jetzt noch tun. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass mir jemand das nicht gegönnt hätte oder versucht hätte, irgendwas schlecht zu reden. Glücklicherweise. Okay, sehr cool. Weil ich ja aus dem Fitnessbereich komme, so als Trainer, interessiert mich natürlich noch mal ein bisschen genaueres zu der Trainingsmethode. Beim Rudern hat man ja immer sehr viel diese Ziehbewegung, dieses Pull. Das machst du ja wahrscheinlich tagtäglich mehr als genug. Ja. Was musst du tun, um das auszugleichen und wie sieht so dein tägliches Krafttraining vielleicht auch aus? Na gut, wir müssen natürlich irgendwie die Gegenspieler hin. Also wir machen dann so viel, sowohl Bank ziehen, also auf der Bank nehmen und die Hand heran, als auch Bank drücken, immer Gegenspieler. Weißt du ja wahrscheinlich. Dann machen wir auch sehr viel mit der Langhantel umsetzen, Tiefkniebeuge anreißen und all solche Sachen, weil es auch ganz wichtig ist, dass man den Rücken stärkt. Also Rudern beansprucht ja, glaube ich, 80% der Muskeln. Also es ist wirklich ein Ganzkörpertraining. Es ist Arme, es ist Beine, es ist Bauch, es ist Rücken. Und gerade mit dem Rücken bekommen auch viele Sportler irgendwann Probleme, weil der muss halt wirklich stark sein, um diesen Schub, den man in der Aussage dann hat, oder den Schlag sozusagen, den man da drauf kriegt, zu halten. Gibt es da im Alter irgendwelche klassischen Verletzungen, die Ruderer mit sich führen, vielleicht im unteren Rücken oder so? Also es gibt, man hört häufiger eben Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle, wobei das beim Riemen, also Riemen ist ja nur mit einem, öfter vorkommt als beim Skullen. Beim Riemen belastet man den Rücken dann ja nur einseitig oder man dreht sich ein bisschen schief. Ja, aber sonst ist Rudern glücklicherweise ein recht verletzungsarmer Sport und ich denke, wenn man mit Stabi-Training machen wir auch noch ganz viel und so, wenn man da eine gute Grundstabilität und Grundmuskulatur aufbaut und nicht übertrainiert, das ist auch ganz wichtig, dann sollte das hoffentlich verletzungsfrei auch zu schaffen sein. Super, du hast gerade die verschiedenen Disziplinen angesprochen. Welche bevorzugst du oder wo bist du am stärksten? Also ich bin Skullerin, Riemen habe ich Was ist der Unterschied zwischen Skull und normalem Rudern? Also ich denke, meine Zuschauer wissen das wahrscheinlich nicht so genau. Was ist normales Rudern? Riemen ist der Achter, dass jeder nur ein Ruder in der Hand hat, dann nimmt welche hier, Backbord und Steuerbord. Skull ist, man hat ein Ruder pro Hand, also man hat sozusagen zwei Ruder pro Person. Anstrengender. Das ist gleich, würde ich sagen. Ist halt ein bisschen eine andere Technik. Ich skulle, habe ich schon immer Riemen, habe ich eigentlich noch nie so gemacht. Und ja, am liebsten fahre ich eigentlich einer. Also ich bin bis jetzt auch jede Saison einer gefahren. Letztes Jahr einmal ein Doppelzweier, aber sonst die meisten Rennen eigentlich immer einer. Okay, sehr cool. Ja, dann danke für das Interview. Ich bedanke mich. Ich wünsche natürlich viel Erfolg und hoffentlich sehe ich dich dann in Rio mal live im Fernsehen und hoffentlich mit einer Medaille. Aber ich bin dann ganz zuversichtlich, dass es klappt. Wir machen jetzt gleich noch eine ganz kurze Challenge. Wir haben was Kleines vorbereitet, um auch mal deine Fitness unter Beweis zu stellen. Haben uns was ganz Faires ausgedacht und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Viel Spaß. Nicht runterherlaufen. Ja, die Haare zählen ja nicht, oder? Okay, los, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Ach ja, ich muss so, ne? Das wird ja schon hart. Ja, komm, das ist ja gar nichts. Aber da unten ist mehr Abstand zum Boden. Ja, ich bin ja auch größer. Hallo? Okay. Ich muss meinen Nachteil doch irgendwie ausgleichen. Okay. Also elegant. Okay. Ja, das ist gleich schon vorbei hier. Sportfreunde, das wird richtig schwierig. Wow. Okay. Oh, jetzt macht mein Rücken aber kein. Gibt es bestimmt noch irgendwelche Techniken? Breitbein. Gibt es auch Weltmeisterschaften? Bald ist olympisch. Fordert die deutsche Sporthilfe Limbo. Du hast gestorben. Wie denn? Nein, ist nicht auf Kamera. Okay. Ja, okay, jetzt wird es, glaube ich, hart. Ja. Ladies first. Oh! Ich würde sagen, das zählt nicht mehr. Oh, das ist sehr gut. Okay. Ja, ich glaube unentschieden, ne? Ja. Du hast ja nochmal 15 cm drüber. Ich bedanke mich recht herzlich und dann wünsche ich dir noch ein paar schöne Tage hier. Danke. Und ja, mach's gut, bis bald. Ciao.